Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Grunzfunk. Ja, man kann es schon erahnen, worum es heute geht. Richtig, um eine Tasse Kaffee. Haha. Nee, das letzte Video ist regelrecht durch die Decke gegangen mit dem Gameboy und da dachte ich mal, ich lege einfach mal nach mit Nintendos erster Konsole. War doch so, oder? War das Nintendos erste Konsole? Wenn nicht, könnt ihr mich ja gerne berichtigen. Ich bin immer lernfähig. Ich könnte auch einfach mal Wikipedia gucken, aber ich hab das jetzt einfach mal behauptet. So, Kiki hier. Das große Nintendo-Logo. Eine glückliche 80er-Jahre-Familie vom Fernseher. Alle am Lachen, am Freuen, obwohl er hier, ich glaube, er verliert gerade. Und er hat es noch nicht ganz verstanden. Und das finden die beiden total lustig. Das Spiel hier übrigens ist nicht das erste, was ich gespielt habe, aber ich glaube, ich habe es am allerliebsten gespielt, weil durch irgendeine Tastenkombination, manchmal hat ja nicht viele Tasten, ne, konnte man dann so einen Superschuss machen und dann lag der gegnerische Spieler, wenn er den am Kopf gekriegt hat, nämlich am Boden und dann hast du irgendwann nur noch gegen drei Spieler oder so spielen müssen. Das war total witzig. So, kleine Anekdote nebenbei. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran hier an den Salat. Hoffentlich spielt der Fokus heute wieder mit. Ja, er kann es. Original Nintendo Qualitätssiegel, das haben wir jetzt schon öfters mal gesehen. Dieses Qualitätssiegel ist die Garantie dafür, dass die Nintendo Qualität gekauft haben. Achten Sie deshalb immer darauf, wenn Sie Spiele oder Zubehör kaufen, damit Sie sicher sind, dass alles einwandfrei zu Ihrem NES passt. Für Kinder ab 8 und Erwachsene. Ja. So. Was steht hier? Komplettset für 4 Spieler inklusive 4 Action Controller. 4 Spieleadapter, NES 4-Score und 3 Superspiele. Super Mario Bros., Tetris und Nintendo World Cup. So, noch eine kleine Anekdote, bevor ich loslege. Das war auch das erste Mal, dass ich mit diesem Gerät in Kontakt gekommen bin. Also mit überhaupt mit dem ganzen System Videospiele. Ich kannte das damals, war ich, weiß ich nicht, 8, 9 Jahre alt, als das rauskam oder schon draußen war, bin ich ganz sicher. Und da hatte mein Kumpel bitte, wir haben immer gegenseitig, haben uns Besuche abgestattet und dann hat er gesagt, ich hab was. Und dann saßen wir da und der sagt, hier, das ist, da kann man auf dem Fernseher spielen. Ich dachte, das war Neuland, ja. Also für mich war das absolut Neuland, dass man praktisch vor dem Fernseher saß und sich die Spielfiguren im Fernseher nach deinem Willen bewegten, ja. Und das war absolutes Neuland, also es war Wahnsinn, es war Neuland, ja. So, ich noch ein Quatsch, jetzt los hier, komm. Ich will nicht langweilen mit dem Quatsch. Hier haben wir das Bild von vorne nochmal in der Seitenansicht. Es ist wirklich ein Klopper, wa? Muss man ja mal sagen. So, jetzt muss ich hier aber mal ein bisschen. So. Komm in die Actionwelt von Nintendo. Action, Power, Super, Spannung und Abenteuer. So, dann haben wir hier schon mal ein paar Spiele. Ah, der Fokus ist so super. Ich liebe ihn. Er ist einfach. Er ist mein Freund. So. Da wird zum Beispiel Werbung für Zelda gemacht. Jetzt mache ich mich bestimmt unbeliebt, aber ich hatte mit Zelda wirklich nie viel am Hut. Ich habe es vielleicht damals einfach noch nicht verstanden. So, hier ist gleich weiter mit Zelda. Dann kommt Super Mario. Ja, wer das nicht kennt, ne? Tetris haben wir ja schon gesehen auf dem Gameboy. Dann halt jetzt nochmal in Farbe. Snake, Rattle and Roll? Sagt mir gar nichts. Oh, geiler Special CGI-Effekt hier. Pinobot, ja. Faxanadu? Nadu, was geht ab? Das Autorennspiel da unten, das habe ich, glaube ich, in der Tat auch gespielt. Metroid? Ja, sagt vielen bestimmt mal, gibt es auch in neu. Kid Icarus sagt mir nicht, Kung Fu sagt mir nicht, sagt mir nicht, Tennis sagt mir nicht. Was haben wir hier noch? World Cup, wie gesagt, ist mit bei. Was haben wir da unten noch?
Wie gesagt, die Packung ist echt riesig. Also, wir haben das Grundgerät für Action-Controller, vier Spieleadapter und drei Spiele auf einer Kassette. Gut. Dann haben wir hier unten, was haben wir hier unten noch zu stehen? Ein bisschen Copyright-Geschwafel, alles klar. Gut. Rausgezoomt, rausgezoomt, mehr geht nicht, okay. Ja, alles hier wieder ausrichten. Wo waren wir noch? Nicht. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Man muss mal Staub wischen kurz. Das schau ja. Es gibt also noch ein bisschen Zubehör, ne? Huch. Ja, das geht. So. NES Advantage. Der Profi-Joystick ermöglicht schnellstes Reagieren in acht Richtungen mit Zeitlupe und individuell einstellbarem Dauerfeuer für ein oder zwei Spieler. Eins plus zwei Spieler? Ein und zwei Spieler? Der NES Zapper. Hochempfindliches, photosensorgesteuertes Zielgerät zum punktgenauen Treffen der unterschiedlichen Ziele auf dem Fernsehschirm. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht mehr mit den neuen LED-Fernsehern. Ne? Das ist nur auf Röhrenfernseher funktioniert das noch. Weiter geht's. Schweider vor allem. Der NES Max. Was kann der denn schönes? Super leichte Handhabung für maximale Spielbeherrschung. Ein 360-Grad-Steuerknopf. Also praktisch der erste Analogstick oder wie oder was? Na, Halleluja. Die waren ihrer Zeit also schon voraus. Kicke da. So, wie machen wir das jetzt? Dringend ein? Wo dringe ich denn überhaupt ein? Wie war denn das? So, warte mal. Wird schwierig, Herr Kommissar. Wird schwierig. Was sind die da hier? So, meine Kaffeetasse muss auch mal weichen. Die Laschen. Achtet bloß auf die Laschen. Wenn ihr da was abbrecht, könnt ihr nicht mehr verkaufen. Ist das ein Hoshi? So. Ach, gut. Hier wurde schon ordentlich ramponiert, wa? Aber egal. So. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Schwuppdiwupp. Oh. Nein! Ach du meine Nase. So. Bin ich noch im Zoom-Modus? Oh, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Wir fangen mit der Anleitung an. Verarscht. So. Der NES Fourscore. Die Anleitung dafür. Sehr schön, sehr schön. Wieder hier mit Glitzersiegel. Wunderschön. Wenn du Hilfe brauchst. Sollen wir da mal anrufen? Geht da noch einer ran? 0130, das waren früher noch die günstigen Nummern. Dann gab es ja noch 080, die waren schon teurer. Und die 090er Nummern, das waren die du nur abends angerufen hast. Genau. Damit du Bescheid wirst. Turbo-Knöpfe. Diese Knöpfe starten die A- bzw. B-Turbo-Funktionen für alle angeschlossenen Controller gleichzeitig. Solltest du einen Controller benutzen, der über eingebaute Turbo-Funktionen verfügt, bestätige den zusätzlichen Turbo, bla bla bla. Brauchst du, ja. Aber wofür brauche ich das? Ach hier, Turbo-Funktion. Nee. Aber wofür brauche ich die denn? Sitzen die da eigentlich immer noch in Großostheim? Oder haben die schon mittlerweile einen neuen Sitz? So. Die Bedienungsanleitung. Einfach mal nö. Das ist schon nicht dick, wa? Aber da steht alles drin, was man wissen muss. Oh. Also,
Ist es Nachdruck oder war das immer so? Schreibt es mal in die Kommentare, war das wirklich immer so, naja, sagen wir mal, billig gedruckt, weil das hier ist Hochglanz. Und das hier fühlt sich irgendwie so an, als wäre das ein Nachdruck. Aber hier steht ja auch alles drin. TÜV, geprüfte Sicherheit. Und die Post hat es zugestellt aus Japan. Okay. Ah, das fühlt sich nicht so wertig an. Aber jetzt, pass auf, genau, jetzt sieht es so. Komm, 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 komm. Special Effect. So, hier. Der NES 4-Score Adapter mit der Turbofunktion. Rastet ein. Also, was mir direkt auffällt, ne, das fühlt sich einfach mal wertig an. Ja, wenn du dir hier, weiß ich nicht, eine Drohne bei Temu oder sonst wo bestellst, so eine No-Name-Drohne, das hier wiegt einfach mal dreimal so viel. Ja, da fühlst du noch richtig, da wurde noch mit Liebe gemacht, mit erarbeitet, gemacht. Kaputte mit Liebe gemacht. So, was haben wir hier? Welchen nehme ich? Ich nehme, nee, dich nehme ich. Ja, hier hat irgend so ein Heini hat hier einen roten Aufkleber aufgeklebt. Ja, das fühlt sich. Das ist einfach noch. Wie soll ich es beschreiben? Es fühlt sich gut an. Oh, was ist denn hier passiert? Aui. Der wurde auch misshandelt, ey. Halleluja, ey. Aber noch gutes Druckgefühl, muss ich sagen. Ab wieder ins Häuschen mit dir. Was haben wir hier? Das Netzteil. Ich möchte meinen, das hat sich aber auch zum Super Nintendo und ich glaube zum N64 hin auch nicht mehr wirklich viel verändert. Ich glaube, das ist immer ziemlich gleich geblieben. So, jetzt werden unsere ganzen HDMI-Kids werden jetzt sagen, was ist denn bitte? Müsste ich erstmal selber überlegen. Ach, ich kicke. Kann man das so mit hier mit umschalten oder was? Moment, der Doktor überlegt kurz. Wie war denn das? Das kommt, glaube ich, ans Nintendo ran. Und das kommt zwischen Antennenkabel. Ne, hier kommt das. Antennenkabel drin. Früher hat man ja über Antenne Fernsehen geguckt oder über Kabelanschluss, dann kam das da drin. Aber normalerweise gab es auch noch so einen kleinen Knopf zum Umschalten, dass man immer zwischen Fernsehen und Request Control. Dass man immer so umschalten konnte. Also, dann war hier so ein kleiner Schalter, hat sie klack gemacht, dann gab es einen kurzen Bildrauscher und dann war wieder entweder Fernsehen oder den Nintendo an. So, der Score-Adapter, was ist hier noch? Controller, die Lumpe. Aber was ich ja suche und wahrscheinlich nicht mehr finden werde, ist das Skat. AV-Gedöns, also der gelbe und weiße Stecker, wenn ihr wisst, was ich meine. Muss ich mal kramieren in meinen Schubladen, ob ich sowas noch finde. Kommen wir nun aber zum Allerwichtigsten. Immer jetzt bla bla, ja. Kommen wir endlich mal zum Schutz der ganzen Kiste. Komm mal raus, du gutes Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, leicht vergilbt. Ist aber bei Nintendo-Konsolen leider eine Krankheit. Das hat nichts mit dem Rauchen zu tun oder mit. Kann ich mal bitte wieder ein bisschen Fokus kriegen? Danke. Das hat ja nichts an sich mit Rauchern zu tun, die einen Raucherhaushalt führen oder mit irgendwelchen gelben Fingern, die man hat und dort abwischt. Nein, das ist einfach. Warum ist das? Okay. Ja.
Das ist eine Krankheit vom Kunststoff. Da ist nämlich irgendeine Substanz drin. Ich glaube, Brom heißt das. Und das reagiert mit dem Sauerstoff und so weiter und so fort. Blabliblub. Was haben wir hier? Anschlussantenne. Anschlussnetzgerätadapter. Kanal 3, Kanal 4. Hat man am Nintendo dann sozusagen umgeschaltet? Das wäre ja umständlich. Oder ist Kanal 4 besser als Kanal 3? Vielleicht sollte ich die Anleitung nochmal studieren. Ah, hier sind sie. Guck mal hier. Genau. Audio, Video, so ein Kabel habe ich noch. Das kriegen wir angeschlossen, Kinder. Das kriegen wir angeschlossen. Das werden wir nachher auch nochmal testen, ob das überhaupt noch funktioniert hier, die gute alte Schüssel. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es quietscht. Weil das war so ein kleines Markenzeichen eigentlich von der Nintendo-Konsole. Dass das immer ein bisschen gequietscht hat. Fokus, Fokus. Willst du nicht? Dann lass es doch. So, pass auf. Das ist es. Das ist es. Ein NES-Spielemodul. Nicht extremen Temperaturen aussetzen. Nicht Feuchtigkeit aussetzen. Nicht reinigen mit Benzinverdünner, Alkohol oder ähnlichen Flüssigkeiten. 1985. 2 Jahre hat es noch gedauert, damit ich erst auf die Welt gekommen. Junge. Ach, riesig war. Aber leicht, kommt mir irgendwie sehr, ups, leicht vor. War nicht mal so leicht. Gut. Genug geschnattert. Ich probiere die Mühle mal anzuschließen. Bis gleich. Ja, es macht sich jetzt leider ein bisschen Ernüchterung breit. Ich habe das passende Kabel zum Anschließen an meinen viel zu modernen Fernseher leider nicht mehr gefunden. Müsste ich mir bestellen. Aber es sollte ja auch nur ein Unboxing-Video sein. Von Anschließen war überhaupt nicht die Rede. Da könnt ihr euch garantiert auch irgendwelche Videos auf YouTube suchen, wo da einer World Cup oder Tetris oder Super Mario spielt. Ich hoffe, euch hat die Nostalgiewelle ein bisschen mitgenommen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, wa? Däumchen wären Träumchen. Glöckchen geht unter Dröckchen. Und abonnieren, favorisieren, teilen und so weiter und so fort, nicht wahr? Bis dann und tschö.